Ich habe mitbekommen, dass an der Universität Barcelona, an der Hauptuniversität, da gestreikt wurde für 4 Tage in der Zeit, in der ich da war. Und das war ein Streik, der gemeinsam von allen Campussen quasi stattgefunden hat. Und dann gab es noch rotierende Tage. Und da wurde auf die Straße gegangen, da wurde demonstriert, da haben sich Studierende solidarisiert mit dem, was passiert ist. Und parallel gab es zum Beispiel so eine Projektwoche, wo über das Recht auf Streik diskutiert wurde, wo parallel über Feminismus diskutiert wurde, wo über Bildung allgemein diskutiert wurde. Das war so der Rahmen. Ich glaube, das Interessanteste in Spanien gerade ist, dass es eine, wie viel geschrieben wurde, Politik der ersten Person gibt, dass ganz selten nur Gewerkschaften zum Beispiel zwischen den Menschen, die betroffen sind, also den Dozierenden an der Uni und den Kämpfen liegen, sondern es eigentlich an jedem Institut, an jeder Schule einfach Versammlungen gab, wo Menschen aus verschiedenen Gewerkschaften zusammenkamen, aber auch ganz viele unorganisierte Menschen dabei waren. Und auf diesen Versammlungen wird debattiert, was passieren soll und werden Entscheidungen getroffen. Und das habe ich als sehr, sehr, sehr fruchtbar empfunden, weil es ganz normal geworden ist, dass man sich trifft in der Pause oder nach der Arbeit beziehungsweise nach der Vorlesung oder so und es nicht kleinere Grüppchen sind, die diskutieren, was jetzt passieren soll, sondern im Prinzip immer alle eingeladen sind, ganz basisdemokratisch quasi mitzudiskutieren über die Bedingungen und über die nächsten Schritte. Und ich glaube, dadurch ist die Beteiligung so hoch. Und darüber sollte man auf jeden Fall diskutieren, wie das klappt, dass so viele Menschen sich selbst betroffen fühlen und deshalb sagen, deshalb gehe ich zur Versammlung und will über die nächsten Schritte mitentscheiden. Und habe nicht das Gefühl, dass eine Gewerkschaft zum Beispiel oder ein kleiner Ausschuss für mich entscheiden wird, sondern ich will mitreden. So, das würde ich sagen, war das Wichtigste dort. Und deshalb gehen so viele Menschen auf die Straße. Die größte Verbindung von Themen, würde ich sagen, lag zwischen Feminismus, also Kämpfen von Frauen und dem Bildungssektor, weil auch im Frühling, ja, am 8. März, diese Riesenwelle durch Spanien ging und in ganz Spanien Frauen gestreikt haben, Frauen und teilweise auch Männer, in riesiger Anzahl. Und zu dieser Zeit zum Beispiel gab es ganz viele gemeinsame Aktionen, so dass zum Beispiel an den Unis Frauen sich fotografiert haben lassen und gesagt haben, Frauen sind an der Uni in höheren Positionen zum Beispiel unterrepräsentiert, beziehungsweise ich stehe hier als Frau und zeige, wie viel ich im Monat verdiene. Das heißt, die Fragen von Arbeit und gerechter Bezahlung und die Frage von Feminismus wurde da ganz viel zusammengedacht. Und ja, ich glaube, das war sehr, sehr explosiv. Ich würde sagen, dass insgesamt gerade das Thema Bildung in Spanien, also insgesamt seit 2010, 2011 vor allem, sehr präsent ist und auch die Kämpfe um Bildung sehr, sehr vielfältig und sehr groß waren und die Bevölkerung eigentlich dem Ganzen ziemlich positiv gestimmt ist, weil so viele Schülerinnen und Schüler, Dozierende, Lehrkräfte an Schulen und dementsprechend eben auch die Eltern von den Bedingungen geprägt und ja, negativ betroffen sind, dass es ziemlich viel Solidarität gab. Ich würde sagen, die Situation ist nur bedingt vergleichbar, weil dort tatsächlich ein Großteil des Lehrpersonals von extrem prekären Bedingungen, Arbeitsbedingungen betroffen ist und deshalb zum Beispiel bis zu 40% der Lehrkräfte dort gerade sagen, wir verdienen ungefähr 500 € im Monat und das muss sich ändern. Also es geht tatsächlich um einen sehr großen Teil der Dozierenden und nicht zum Beispiel wie hier gerade um den Teil der studentischen Hilfskräfte, die gerade streiken oder kämpfen wollen.